Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen den THW Kiel. Endstand vor ausverkauftem Haus mit 8.308 Zuschauern, 26-23. Ich begrüße den Gästetrainer und bitte ihn um sein Statement. Ja, guten Abend. Ich bin natürlich eigentlich sehr zufrieden, dass wir gewonnen haben. Wir fanden eigentlich ganz gut ins Spiel, also angriffsmäßig war das eigentlich sehr gut, aber führten wir mit 3 Toren, haben aber da versäumt, ein bisschen besser das Spiel zu gestalten. In der Phase muss man auch sagen, dass die Angreifer von Erlangen super getroffen haben, das war irgendwie alles in Dreieck und drin. Ja, und wir führen damit 2 Tore zur Halbzeit. Das war ein sehr enges Spiel. Und erst nach der Pause die Leistung besonders. Also die zweite Halbzeit von Wuyin war überragend, muss man sagen. Da hat uns riesig geholfen, genauso wie Duvniak das ganze Spiel eigentlich. Und ich denke, dass auch Santos, der sehr, sehr schwere Spiel oder schweren Tag hatte vor kurzem in Magdeburg, hat er sehr gut gespielt diesmal. Also von daher hat das sehr viel gepasst und eigentlich ist das höheres Ergebnis für uns als das Spielverlauf eigentlich war. Und Erlangen hat wirklich gut gespielt und wir haben ein bisschen besser gedeckt in der zweiten Halbzeit dadurch. Einige Gegenstöße bekommen, aber vor allem die Würfe aus dem Rückraum, besonders Wuyin, haben uns natürlich sehr, sehr geholfen. Vielen Dank, Herr Gislason. Robert, wie hast du die 60 Minuten gesehen? Auch guten Abend und Glückwunsch zu Alfred und Kiel zum Sieg. Ja, ich finde auch, erste Halbzeit spielen wir auch gut mit. Wir haben auch gute Sachen gemacht, finde ich, in unserem Angriff. Abwehr, war wie gesagt, finde ich auch, erste Halbzeit hat Dubniak zu viele einfache Tore gemacht. Zweite stimmt auch mit Wuyin, seine Würfe, Zusammenspiel mit Winczek. Das wollten wir verhindern, wussten wir auch, aber hat nicht so richtig geklappt. Was uns da ein bisschen das Genick brechen, das ist Anfang zweite Halbzeit. Dann glaube ich, machen wir 4, 5 Fehlpässe, technische Fehler. Und da hat Kiel direkt 4 Gegenstößtore und halt diese individuelle Fehler macht uns das Leben selber schwer. Die kommen dann zu Gegenstößen, einfach Tore. Ich finde, wir haben auch einen Tag, wo wir eigentlich gut treffen. Die beiden Torhüter in Kiel halten auch nicht so viele Bälle heute. Deswegen ist die Chance da, mehr draus zu machen. Aber individuelle Fehler bestrafen uns die ganze Zeit und dann hat man keine Chance gegen Kiel, das wissen wir auch. Aber insgesamt mit dieser Woche für uns, mit drei Top-Mannschaften, Berlin, Rhein-Neckar, Kiel, da gibt es so viele gute Sachen, was wir gemacht haben, was wir mitnehmen müssen. Die schlechte müssen wir wegkriegen jetzt für unser nächsten Monat, was kommt. Dann fängt unser Monat an, unser Spiele und da müssen wir diese Sachen viel, viel besser machen und dann können wir von dieser Woche und diese 3 Spiele hoffentlich was daraus gelernt und unseren Weg Weiterentwicklung weitermachen. Danke. Danke, Robert. René, wie sieht dein Fazit aus? Ja, schönen guten Abend von meiner Seite, auch von mir. Glückwunsch nach Kiel zum verdienten Sieg. Ich denke, wir haben heute ein klasse Handballspiel gesehen, eine große Kulisse, eine unfassbare Stimmung. Trotz der Niederlage, glaube ich, hat jeder gesehen, dass wir uns hier wirklich mit allem, was wir haben, reingeworfen haben, alles versucht haben. Am Ende hat es nicht ganz gereicht. Wir haben es im Vorfeld gesagt, gegen so einen Gegner muss einfach alles passen. Das hat es heute nicht. Unser Manko der letzten Spiele war die Chancenauswertung. Das war heute viel, viel besser. Wir hatten eine unfassbar gute Quote gegen das wahrscheinlich beste Torhütergespann der Welt. Und das stimmt uns natürlich froh für die nächsten Wochen. Robert hat es gesagt, die kleinen, vielen technischen Fehler haben uns am Ende ein bisschen das Genick gebrochen, aber das liegt natürlich auch an der Qualität, die Kiel hat. Sie haben uns zu diesen Fehlern natürlich auch teilweise gezwungen und haben eine unfassbare hohe Qualität auf jeder Position, die einfach das Spiel am Ende entschieden hat. Aber trotzdem denke ich, wir sollten das Positive mitnehmen und da gab es heute eine ganze Menge von. Und die Stimmung war, denke ich, trotzdem überragend. Also selbst 30 Sekunden vor Schluss, wenn du
mit 7 oder 8 zurückliegst, war eine wahnsinnige Atmosphäre. Und ja, da sind wir natürlich sehr froh, dass wir hier so ein Spiel machen konnten, unseren Fans so eine tolle Stimmung zeigen konnten. Und da freuen wir uns alle auf mehr. Vielen Dank, René. Zeit für eure Fragen. Bitte kurzes Handzeichen, dann bekommt ihr das Mikro. Christoph Benisch, Nürnberger Nachrichten. Ja, Robert, kann man Angst haben, Kiel zu schlagen? Den Eindruck hatte man in der Halbzeit. Ihr habt großartig gespielt bis zur Halbzeit und dann irgendwie war ein Bruch im Spiel. Kannst du das erklären, wie es dann dazu kommen konnte, dass ihr so den Faden verloren habt im Beginn zweiter Halbzeit? Manche Fehler nicht, ne. Ist einfach, ne. Jetzt nicht, ne. Das finde, manche Fehler, was wir im Moment machen, sind zu einfache von gewisse und so weiter. Aber das müssen wir besser machen. Und die kannst du nicht machen, weil du wirst sofort bestraft. Mit Gegenstöße. Es war so ähnlich wie gegen die Rhein-Neckar-Löwen ein bisschen. Der Gegner war heute, denke ich, tatsächlich schlagbar. Erste Halbzeit auf jeden Fall, habt ihr es ja bewiesen. Tut das am Ende dann mehr weh, so ein Spiel gegen Kiel zu verlieren, wo man vielleicht eine Chance gehabt hätte? Jede Niederlage tut immer weh. Wenn man mehr verliert, tut es immer oder noch mehr weh. Klar tut das weh. Wie gesagt, also wir sehen ja diese Sachen, dass wir auch gegen solche Mannschaften mithalten können, wir können die schlagen, aber diese Sachen muss einfach dann müssen wir oder dürfen wir nicht machen, weil dann haben wir keine Chance und da machen wir selber manchmal uns das Leben sehr, sehr schwer, dass man vielleicht für eine gute Sache vorher 2, 3 Fehler machen muss oder brauchen, um diese gute Sache und dann ist es schwer. Ihr habt jetzt zwar gegen 2 Top-Teams verloren oder 3 Top-Teams in Folge verloren, trotzdem waren es jetzt, glaube ich, die 5. Niederlage in einem Pflichtspiel hintereinander. Wie ist das jetzt mental? Gibt das einen Knacks oder kann man das verarbeiten, weil es ja doch eben Top-Teams war? Oder wie reagiert die Mannschaft darauf? 3 Top-Teams, Wetzlar, wissen wir auch, ist auch eine gute Mannschaft. Wir haben sogar Kiel geschlagen. Wir haben ein schlechtes Spiel, richtig schlechte von diesen 4 gemacht, finde ich. Aber wir müssen die Sachen jetzt trainieren, analysieren und besser machen für die Aufgaben, die jetzt kommen. Aber wie gesagt, haben wir auch die alle Spiele, da waren sehr, sehr viele positive Sachen dabei in alle Spielen und ich hoffe, dass es in die anderen Spiele kommt. Gibt es weitere Fragen? Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung. Robert, ihr habt in dieser Saison einige Spiele gegen Torhüter verloren. Peter Stochel in Berlin beispielsweise. Wäre es mal an der Zeit, dass eure Torhüter euch mal ein Spiel gewinnen? Das hoffe ich, dass es auch kommt. Das stimmt. Viele Spiele ist das so. Manchmal muss man das Abwehr gewinnen, manchmal Abwehr mit Torwart. Manchmal Torwart auch, das stimmt. Das ist nicht so oft passiert. Ihr habt jetzt 2 Wochen Zeit, spielfrei fürs Training, kommt aber wahrscheinlich auch ganz gelegen, weil ja doch einige Spieler angeschlagen sind. Was ist bei Jonas Tümmler zum Beispiel? Das sah ja nicht so gut aus mit dem Knie. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Wir haben das direkt danach kommen. Ich glaube, dass das geht, aber wir haben ein paar Angeschlagene. Aber das hat jede Mannschaft und jetzt haben wir diese 2 Wochen Zeit, um das gut zu nutzen. Gibt es weitere Fragen? Nochmal Christoph Penisch. Herr Gislason, ganz kurz. Erlangen war sehr lange, sehr dicht ihrer Mannschaft auf den Fersen, erste Halbzeit. Waren Sie ein bisschen überrascht darüber oder hatten Sie das genauso erwartet? Immerhin ist es ja ein Aufsteiger. Ja, ich bin eigentlich überhaupt nicht überrascht. Ich glaube, ich habe die meisten Spiele von Erlangen gesehen, was sie bis jetzt gespielt haben in der Saison. Wir haben uns, denke ich, sehr gut auf dieses Spiel vorbereitet, soweit es ging. Und ich habe auch die Leistung gesehen in den letzten Spielen. Die hatten, besonders in Berlin hätten die gewinnen können. Da haben die richtig stark gespielt. Auch Rainer Löwen waren schon eine Warnung von uns, eigentlich die nicht nötig war, weil ich habe auch die Entwicklung gesehen. Also ich denke, kann das vergleichen, wie das vor 2 Jahren war. Und ich denke, das ist eine deutlich stärkere Mannschaft und irgendwie mehr viel homogener, finde ich. Also von daher finde ich die Entwicklung schon super. Und ich hoffe, dass sie nicht den Kopf stand wegen der 3 Niederlagen in Berlin, Rhein-Neckar-Löwen und gegen uns.
Wir haben sehr gut gespielt in der zweiten Halbzeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Angriffsmäßig sehr gut. Torhüter hatten bessere Tage, muss man ganz ehrlich sagen. Aber da lag auch eine Deckung in der ersten Halbzeit, die einfach nur blocken wollte und ist nicht auf die Schützen rausgegangen. Und da haben die super getroffen halt. Ja, aber wie gesagt, ich finde, das ist einfach, das alles stimmt eigentlich. Und das ist kein Aufsteiger, der, also die können glaube ich, besonders zu Hause jeden in der Liga schlagen. Hannes Ries, Handballwoche. Herr Gislason, wenn man hier die beiden Spiele jetzt in dieser Woche vergleicht, Magdeburg hat versucht, sie mit Härte zu beeindrucken. Und Erlangen müsste mir fast ein Kompliment machen, weil sie mit spielerischen Mitteln versucht hat, mitzuhalten. Das stimmt aber. Also das war überhartes Spiel wirklich in Magdeburg und Riesenstimmung. Teilweise ein bisschen negative Stimmung. Das war auch eine sehr, sehr gute Stimmung, aber irgendwie eine sehr faire Stimmung, fand ich. Und ich denke, dass okay, wir kennen uns. Das sind auch viele Bekanntschaften unter den Spielern auch hier. Und ich denke, dass das ist eigentlich insgesamt sehr fair ging und dass ja, besser als das in der ersten Halbzeit Erlangen dann super Handball gespielt hat. Gibt es noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann danke ich fürs Kommen, wünsche allen Gästen in der Pension Solution Business Lounge ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann in 3 Wochen wieder gegen den Bergischen HC. Danke.